Wir versuchen jetzt hier sowas wie eine Abschlussveranstaltung. Ist das die Abschlussveranstaltung? Nein. Wir versuchen eine Zusammenfassung. To-Do-Liste fürs nächste Mal. Eigentlich haben wir dann die Befindlichkeit, dass man mit den Leuten ihre Befindlichkeiten mitteilen kann. Aber halt so, nein, das ist, weil Ralf bleibt da liegen, das ist schon wieder okay. Ich finde das auch doof, dass die Leute halt die Befindlichkeiten. Mach einfach nur Schluss auf ihn, der sieht alle. Also jeder, der zusammenfassen darf, darf sich auf diesem Wikipedia. Ihr könnt da auch noch einen Stapel draus bauen, dann muss man hören. So, jetzt. Okay, trotzdem kurz zusammengefasst. Raum 1, Slot 1, Ultraschall. Ja, wir haben ausgesprochen wenig über Ultraschall geredet. Ja. Dafür haben wir sehr viel darüber geredet, warum wir nicht über Ultraschall reden können, und zwar zwischen den Workshops, und dass wir ein Framework brauchen, um mehr über Ultraschall, das Postmastering im Allgemeinen reden zu können. Und im Sinne einer Duocracy werden wir das jetzt auch einfach tun und umsetzen. Wir werden es auf gar keinen Fall Forum nennen. Wir werden bei dem ersten oder einem der ersten Berlin Podcast Meetups werde ich dazu ein Konzept Andy vorstellen. Wir werden es auf dem 31C3 erhärten und dann wird es da sein. Freut euch drauf. Andi? Also, habt ihr Lust, noch mal kurz anzufangen? Wir haben gerade den Ton nicht mit aufgenommen. Nee. Dann macht weiter. Okay. Ralf war sprachlos. Genau. Ich meine, der macht ein Forum, was willst du? Atmos, Cornelis. Zusammenfassen, jetzt sofort. Mikrofon nehmen. Aber war ich gerade so schön Atmos für den Raum. Ja, Atmos war ein Loblied auf Atmos. Ich hoffe, dass es jetzt noch viel mehr Atmos-Podcasts gibt. Auf jeden Fall wird es ganz viel fotografiert. Wir haben uns Technik angeguckt, ein paar Beispiele gehört und ich glaube, am Ende waren alle ein bisschen begeistert, hoffe ich zumindest. Ja. Okay, First Contact, David, noch da? Ja, super. Ja, wir müssen mehr über Webseiten reden. Was wir jetzt reden müssen. Es gibt, also was wir festgestellt haben, es gibt Menschen, die das Thema Podcast nicht interessiert, aber trotzdem an den Audioinhalten interessiert sind. Und die Webseiten sollten sich mehr daran orientieren. Also was wir gemeinsam festgestellt haben, was nicht geht, ist eine Startseite mit 10 Playern drauf, sondern die aktuelle Episode, ein Player, ein Subscribe-Button, und dann ging eigentlich die Diskussion schon los, also das war der Konsens, danach ging die Diskussion los, ist der Subscribe-Button vielleicht ein schöner Weg oder ein schöner Schritt in die richtige Richtung, aber vielleicht dennoch schon wieder zu kompliziert für Leute, die das Medium gar nicht kennen. Ja. Was interessant noch war, ist sowas wie beim Pinned-Tweet, was jetzt gibt, vielleicht eine Pinned-Folge für Leute, die zum ersten Mal auf die Seite kommen. Das ist die Folge, die euch interessiert oder die ihr euch mal als erstes anhören könntet. Ja, das glaube ich, alles Weitere kann man bei mir noch erfahren. Ich glaube, das wird sonst zu lange. Werdet ihr eure Erkenntnisse noch in irgendeiner Form kondensiert zur Verfügung stellen? Wenn das gewünscht ist. Ja. Wo denn? Ja. Also die Atmo-Leute zum Beispiel haben das schon über die Liste geschickt oder jedenfalls irgendwelche Links schon über die Liste geschickt. Das wäre ganz gut, wenn da noch mal ein bisschen was kommt. Ja. Super, danke. Journalistische Darstellungsform habe ich gemacht. Das war so ein bisschen Honeypot an der Stelle, kann ich jetzt sagen. Es war tatsächlich großes Interesse da und ich habe mir mit Sebastian und Fiebrich und Stefan Dörner zusammen das ein bisschen erarbeitet und wir haben ein paar Sachen vorgestellt. Vor allen Dingen sollte es aber in die Richtung gehen, dass man sich mal mit journalistischen Darstellungsformen oder überhaupt dem beschäftigt, was schon an anderen Stellen erprobt ist. Das muss man da nicht verwenden, aber man kann mal reflektieren, ob man daraus was verwenden kann oder was man daraus lernen kann. Und wir haben vor allen Dingen aber auch festgestellt, dass da viel Redebedarf ist. Also zum Beispiel, wenn man Formatexperimente macht, wie bringt man die dann unter? Kann man da auch vielleicht nächstes Mal eine Session draus machen? Die Interviews noch ein bisschen auch aus der Sozialwissenschaft sich anschauen und vielleicht adaptieren, die Leitfäden und sonstige Geschichten. Also vor allen Dingen hat das, glaube ich, dazu geführt, dass wir beim PPW 15a mal so meinen Wunsch noch viel mehr inhaltliche Panels haben werden. Ja. So, nächstes. Tim, Podlove Webplayer. Ja, die Diskussion um den Webplayer war sehr belebt. Wir haben auch eine ausführliche grüner Fahrradschuppen, roter Fahrradschuppen Diskussion gehabt, die sich weitgehend darum erstreckte, ob es jetzt richtig ist, wenn der Play-Button rechts oder links ist.
Wofür ich auch Verständnis habe, aber wir haben das dann nach hinten geschoben. Es gab zahlreiche interessante Anmerkungen, wie man diesen Webplayer überhaupt gestalten sollte, beziehungsweise wohin er sich so entwickeln sollte. Einiges davon hatten wir auch schon auf der Liste. Es ist auf jeden Fall noch einige Arbeit zu leisten, das wissen wir auch. Also das ist jetzt gerade der aktuelle Zwischenstand, ist noch nicht so das Nonplusultra. Aber ich habe jetzt zumindest so den Eindruck, dass wir eigentlich alle Rahmenparameter genannt bekommen, an dem man sich mal so entwickeln muss. Und die einzige Frage, die wir nicht wirklich beantworten können, ist, wann kommt das Ding raus? Also, ja, when it's ready. Okay. Das war aber an sich ganz hilfreich, sowas. Dann hatten wir einen Raum Synkope, die Produktion, Reaper Basics und sonstiges. Schon wieder, Cornelis. Ja, ich schon wieder. Genau, wir haben ein bisschen gesprochen über die beiden Hauptbereiche. Wie produziere ich eigentlich? Also Limiter, Kompressor, noch ein bisschen so die Basics. Uns das ein bisschen angeguckt, verschiedene Programme, aber nicht so wirklich tief eingegangen. Und dann ein bisschen über Schnitt gesprochen, war so ein bisschen die Selbsthilfegruppe für Menschen mit komplexer Audio-Software. Geht's euch jetzt besser? Ja, ich glaube schon. Hat Spaß gemacht. Das ist schön. Und viele offene Punkte klären und alle uns ein bisschen weiterentwickeln. Dann hatten wir die Music-Podcasts. Kann da noch jemand eine kurze Zusammenfassung geben? Ja, eigentlich hat die Session Roland geleitet, der ist gerade eine Rauchen. Wir haben über mögliche Quellen gesprochen, wo man die Musik herholen kann, die Podsafe irgendwie ist. Angefangen von Archive durchforsten per Hand bis NetAudio, Musiker anschreiben und die halt drum bitten, eben komplette Audioschiene, komplette Audiomarke quasi für die Sendung zu erstellen. Wir haben rechtliche Probleme gestreift, wie man sicher sein kann, dass man CC eben CC ist und man dann wie nicht Madonna vermixt hat und einen untergejubelt hat. Wir haben Videothema gestreift auch. Genau, und über Musikpodcaster an sich könnten wir leider nicht sprechen, weil wir nur zwei Leute da waren und die werden sozusagen die Bedürfnisse der Musikpodcasts nochmal extra vielleicht mit Roland zusammen ausarbeiten und weiterleiten. Letztendlich ging es schon darum, dass in Metadaten man konkrete Stückchen von der Sendung ausweisen kann mit unterschiedlichen Lizenzen zum Beispiel. Das gilt für Musiker, also Musikpodcasts, die eben unterschiedliche Tracks unter unterschiedlichen Lizenzen ausweisen müssen, aber auch für Podcaster, die andere Podcaster auch zitieren. Weil Podcaster sind meistens unter CC und da ist es gut, dass man irgendwie ausweist, ich habe jetzt das von dem und dem genommen, unter der und der Lizenz und das ist in meinem Podplayer quasi auch sichtbar. So. Gibt es eine Zusammenfassung irgendwie ein bisschen? Ja, Roland wird auf jeden Fall eine Liste erstellen und unter Google Docs oder über Mailingsliste dann weiter verbreiten, da ist er. Aber ich denke mal, so wird es jetzt mal laufen. Sehr und die Anregungen, was konkret die Musikpodcaster angeht, werden wir wahrscheinlich direkt an die Podlove-Entwickler weiterleiten, oder? Ja, sorry. Willst du nochmal was besagen? Nee, ich weiß ja gar nicht, was du gesagt hast. Alles klar. Also das kam ja auch beim Webplayer nochmal auf das Thema und definitiv ist Musik so eine der großen Metadatenbereiche, die wir uns erarbeiten müssen im nächsten Jahr. Das ist wichtig aus vielen Gründen. Erstens, also deswegen war ich auch sehr froh, dass ihr irgendwie da wart, weil einfach diese ganze Debatte, wo kommt die Musik her, was muss man da berücksichtigen und so, das ist natürlich jetzt erstmal das Handwerkszeug, um überhaupt erstmal Podcasts auch gut machen zu können. Aber ich denke, wir sind dann auch gerade im Publishing-Bereich jetzt auch dazu angehalten, gerade diese ganze rechtliche Problematik auch so weit wie möglich technisch zu begleiten. Ich hatte da ja auch schon entsprechende Gespräche mit den Leuten von C3S. Ja, also das, die haben das auch irgendwie auf dem Zeiger. Die sind natürlich erstmal nochmal mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Die müssen jetzt überhaupt erstmal so ihre Musiker da befriedigen, beziehungsweise überhaupt erstmal diese rechtliche Schwelle aufnehmen. Aber dieses Podcast-Phänomen haben die jetzt mindestens mal auf dem Radar. Also das, soweit ist es zumindest schon. Und wenn die dann irgendwann mal laufende Systeme haben, das dann zu koppeln, das könnte noch ganz spannend werden. Ich mach gleich weiter mit den Podlove-Templates. Ja gut, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe halt erklärt, wie diese Templates funktionieren. Da rollt der eine oder andere schon mal mit den Augen. Das ist natürlich jetzt schon etwas advanced. Wer so mit Programmierung oder HTML nichts zu tun hat, für den ist das jetzt eigentlich nicht das richtige Feld. Aber die Leute, die jetzt vor einfachem Code nicht davonlaufen und auch HTML schon mal verinnerlicht haben, ist es halt ein guter Weg. Es ist bei uns immer so ein bisschen die Hoffnung, dass wir einfach interessante Ideen
dadurch auch realisiert sehen, wie man denn Podcast-Content so eigentlich visualisiert haben will, was für Listen, was für Views und so. Das heißt, wenn ihr was mit Templates gemacht habt, egal was, bitte zeigt uns das, veröffentlicht das, erklärt uns warum und so. Wenn euch irgendwelche Metadaten fehlen und irgendwelche Ansätze so nicht zu gehen scheinen, dann kommt damit wieder auf uns zurück. Wir können das dann immer wieder weiter verbessern und ich hoffe ja auch, das war ja auch der Ansatz von Davids Vortrag vorhin, dass wir auch vielleicht mal gemeinsam mal so ein bisschen so eine Idee dafür entwickeln, eben wie er schon meinte, ne? Wie muss denn eigentlich ein Podcast aussehen im Web? Also das Blog-Ding, das hat man irgendwie drin, ne? Aber so wie ein Podcast eigentlich aussieht, ist unklar. Also woran erkennt man das, dass man jetzt auf einen Podcast stößt? Und das ist irgendwie so eine visuelle Sprache, die für meinen Geschmack eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig wäre. Also ich möchte gerne irgendwann dahin kommen, dass die Leute sagen, oh, diese Webseite ist ja wohl ein Podcast. Ich kann jetzt zwar nicht genau sagen, was das Ding ist, ja. Also sicherlich nicht nur so ein Logo oder sowas. Und bitte keine Kopfhörer mehr auf irgendwelchen RSS-Wellen. Sondern es muss einfach so von seiner Präsentationsarchitektur irgendwie, was da eigentlich angezeigt wird und der Dominanz eines Players, muss es irgendwie klar werden. Und ich denke, wir hätten da die Möglichkeit, mit dem Podlove Publisher und einem entsprechenden Theme das quasi dann auch mal zu definieren. Aber derzeit mangelt es einfach noch an richtiger Erfahrungsmenge und an Ideen und an Designs und Informationsgestaltungsideen, um da jetzt wirklich mal voranzuschreiten. Und so lange machen wir erstmal den ganzen anderen Kram. Okay. Ja. Die Flatter oder nicht so Flatter-Auswertung. Ihr müsst Twitter lesen, um das zu verstehen. Genau, Flatter-Auswertung hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Alle Leute, die das Skript angewandt haben auf ihre eigenen Daten, haben ein fehlerfreies Diagramm bekommen, glaube ich. Und es sind auch viele Ideen zusammengekommen, wie man das Skript noch verbessern kann, was für statistische Auswertung man noch machen kann. Was habt ihr da ausgewertet genau? Im Prinzip hauptsächlich Euro pro Klicks, aufgetragen über die Zeit. Aber kann man es weiter zusammenfassen? Predictions hat jemand angemerkt. Weiß ich nicht, wenn jemand die Statistik dafür kennt. Dein Webservice, den du jetzt machst. Es sind viele Ideen zusammengekommen. Genau, wo kommt man in dieses Skript dran? GitHub, Conscience, Flatter suchen, denke ich. Ich werde es auch gerne über die Mailingliste nochmal schicken. Okay. Okay, danke. Okay, Kann ich dir übrigens auch nochmal was zeigen, Katrin, nachher? Ich habe da auch ein bisschen was gemacht. Nein, das ich habe GitHub, das ist irgendwie so in Spreadsheets, mache ich das irgendwie schon. So. Katrin ist überhaupt ganz eifrig, das habe ich mich noch ganz vergessen, die wird für unser Panel auch nochmal eine Struktur entwickeln und rumschicken über der Liste zu dem Zeitpunkt, vermute ich. Und zwar Vorgaben oder ernst, sehr dringliche Vorschläge, gut gemeinte, wie man die Technik, die man selber als Podcasterin und Podcaster einsetzt, auf der eigenen Podcast-Seite beschreiben kann, sodass wir etwas vergleichbarer zueinander werden. Also das ist der Hardware-Stack, den ich einsetze, das ist der Software-Stack, so sieht meine Sendungsvorbereitung aus, so ist mein Metadaten-Workflow und die Hoffnung ist, dass solange wir noch keinen zentralen Hub haben, um das zusammenzuführen, wir zumindest schon mal dezentral bei uns allen, wenn jeder einfach nur seinen Kram schon mal vernünftig strukturiert ablegt, wir dann relativ schnell irgendwann mal einen Überblick haben, so sieht es ungefähr aus in der Szene. Das ist gerade so der Mainstream. Und das kommt irgendwann so in den nächsten Tagen, Wochen, schickst du da dann Stunden bis Tagen, oh mein, ein Fingerfehler, schickst du da was rum. Okay, das war unsere lustige Barcamp-Session heute Nachmittag und damit sind wir eigentlich so am Ende. Bevor jetzt die nächsten entschwinden, falls ihr geht, lasst doch bitte eure Schildchen am Eingang, also nicht den Innenteil, sondern den Außenteil. Den Innenteil könnt ihr mitnehmen. Das hat den Vorteil, ihr müsst sie nicht in ein paar Wochen wegschmeißen, wir müssen sie nicht in ein paar Monaten nachkaufen. Also wir profitieren alle davon. Genau. Ja. Lauft jetzt bitte noch nicht gleich weg. Also wir hätten jetzt auch ganz gerne noch ein bisschen Feedback, bevor wir das machen. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Also auf dem Kongress wollen wir gerne eine Podcast-Präsenz machen. Wir haben den Platz dafür, wir haben eine Idee dafür. Aber wir haben das letzte Mal gemerkt, wir sind einfach als Team etwas, also dann auch irgendwann überfordert. Also wir brauchen einfach mal noch Helfer. Also wer Lust hat, der eher auf dem Kongress ist und Bock hat, sich irgendwie mit einzubringen, da ist jede Hilfe gern gesehen. Insbesondere wer Lust hat, mal so stundenweise zumindest mal die Technik zu fahren. Allerdings, wenn wir uns da
Genau, wollte ich gerade sagen, eigentlich hatten wir da heute Mittag schon drüber gesprochen, dass wir uns ans Engelsystem ankoppeln und das dann als Engelsystem auch auftaucht. Ja, aber ich habe ja nun auch nichts dagegen, wenn jetzt sozusagen jetzt aus dieser unmittelbaren Community sich sozusagen, auch, wir können uns ja mit Engeln noch arbeiten. Nein, nein, die sollen sich dann als Engel anmelden und da dann drüber über diese Liste kommen. Meinst du, weißt du, weil sonst können auch unsere Helfer nicht vom Engelsystem. Ja, aber ich wollte nur auffordern dazu, dass man sich sozusagen einfach mal mit diesem Gedanken verheiratet ein wenig und eben auch Workshops sozusagen, das müssen wir auch nochmal irgendwie kommunizieren, aber das weiß ich jetzt noch gar nicht, wie wir das genau machen. Und ja, es wird auch in einem halben Jahr wieder einen Workshop geben, wie es zu erwarten war. Der Termin steht im Prinzip auch schon fest. 2. 3. Mai, das ist das Wochenende vor dem vor der nächsten Republika. Und dann ist mir vorhin irgendwie aufgefallen, dass ja 2. Mai direkt nach dem 1. Mai ist. Und das kam ein bisschen überraschend, aber nachdem ich mich wieder hingesetzt hatte. Ich muss das jetzt nochmal klären, aber vielleicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, so wir könnten fast noch ein bisschen mehr Zeit gebrauchen. Und ich habe jetzt überlegt, ob man nicht hier vielleicht mal anfragt, ob wir den 1. Mai nicht vielleicht einfach mit dazu nehmen. Frag mal bei uns im Team, wer dafür ist. Wer ist dafür? Lass mich erstmal mein Konzept erläutern. Ich sage jetzt nicht 1. Mai 10 Uhr, sondern tatsächlich eher am Nachmittag sozusagen. Also ich möchte gerne einfach noch einen Abend dazu nehmen, weil das war einfach sehr nett gestern und ich hatte irgendwie das Gefühl, da gibt es durchaus Bedarf nach mehr. Es würde uns auch noch die Möglichkeit geben, nochmal so eine spezielle Developer-Fokus-Nummer am Vormittag, Mittag zu machen, was jetzt so mit dem sonstigen Programm nichts zu tun hat, könnte man halt am Abend eröffnen und dann würden wir auch so ein bisschen den Druck hier aus diesem Tag rausnehmen, wo dann irgendwie dann doch wieder alle so am Nachmittag wegfliehen. Also dass man sozusagen so einen halben Tag nach vorne schiebt, aber dafür 2 Nächte hat, wo man sich sinnlos betrinken kann. Die wir dann beide später anfangen müssen, wenn niemand um 10 da ist. Also Claudia kriege ich schon noch überzeugt, was mit euch? Findet ihr das gut oder ist das blöd? Ja, also ich habe so das Gefühl, das könnte ganz gut funktionieren. Unter Vorbehalt, ich muss ja mal fragen, keine Ahnung, ob die hier am 1. Mai schon irgendwas verplant haben, aber ich kümmere mich drum. Aber der Termin steht ansonsten schon mal genau, ihr könnt Urlaub nehmen und alles. Ja, bringt eure Freunde mit. Eure. Ja? Was ja, ich finde das schön, dass Tim meine Urlaubsplanung macht. Deine Urlaubsplanung. Ist alles okay, Tim. Am 1. Mai. Wollt ihr auch noch was sagen? Ja, wir wollten eigentlich uns Feedback einholen, ja, noch zu der Veranstaltung. Also ich meine, ist unser Ankündigungsteil jetzt damit vollständig erschöpft? Ich habe keine. Ich denke schon, ja. Okay, gut. Dann wollten wir mal fragen, wie es jetzt eigentlich so war. Schön. Könnte noch ein bisschen genauer werden. Jetzt klatscht bitte nur die linke Seite. Nein, also ernsthaft. Sagt bitte mal, also was hat euch, also mich würde vor allem mal interessieren, also Leute, die jetzt erstmal da waren, ich weiß nicht, wer ist von den Erstlingen noch da überhaupt? Ein paar. Vielleicht kann sich ja mal irgendjemand von euch mal so generell äußern und andere können ja vielleicht auch Vergleiche ziehen, was sich verbessert oder verschlechtert hat, was man besser machen kann, etc. Okay. Also für mich war das unheimlich inspirierend hier. Also diese Community wirklich so mal mitzuerleben, also ich bin bis jetzt Hörer, will selber einen Podcast starten und einfach hier so die ganzen Leute mal zu treffen und eigentlich zu merken, so dass das so eine persönliche Community ist, war super. Also danke. Genau, gern direkt weiterreichen. Aber ich fand es auch toll. Also ich habe es gestern auch schon oft gesagt, noch nicht allen, aber wer es noch nicht, ich fand, es ist so Klassentreffen-Feeling mit Leuten, die man noch nicht kennt. Also super Gemeinschaft, alle nett, Shownoter kennengelernt, die mir schon so viel Wert beigesteuert haben. Das ist einfach super. Also hat Spaß gemacht.
Ich weiß noch nicht genau, warum du zwischendurch einmal die Single-Purpose-App gedisst hast. Tim, darüber müssten wir noch mal reden. Single-Purpose-Apps sind total super. Wer noch nicht Hörer erreichen will, ich baue euch gern welche. Nein, mache ich nicht. Ich erkläre euch, wie es geht. Lass uns das Fass jetzt nicht auf. Ja, nee. Wer möchte denn? Wir könnten vielleicht uns da wirklich einfach einmal rundreichen. Mikrofon. Und ich meine, wir haben ja Zeit. Obwohl es mir bei den ersten paar Mal nichts gebracht hat, ist das Technik-Fu, was wir eigentlich immer gehabt haben, mit ich bringe mein Equipment mit. Steh mal auf, da hinten beschwert sich jemand. So. Die letzten paar Mal war es halt immer so, dass der ganze Podcaster, also ich nicht, weil kein Podcaster, aber haben halt immer das Equipment mitgebracht, einmal zum Anschauen und Anfassen. Das fand ich immer recht cool, das gab es dieses Mal jetzt nicht. Auch wenn es mir jetzt nicht wirklich irgendeinen echten Nutzen gebracht hat, weil ich halt nicht Podcaster bin. Aber ja, und sonst ein bisschen zu wenig Hintergrundtechnik-Zeug, was auch daran liegt, dass ich halt wirklich nur Programmierer bin. Aber ja, sonst war es echt cool. Next. Ja, also für mich waren es zwei spannende Tage. Ich kam hierher wie irgendwie mehr oder weniger gespült vom Ben. Der hat mal gefragt, mag's auch kommen? Habe ich gesagt, ja, komme ich auch gerne. Was für mich eine wertvolle Korrektur war und was ich als große Bereicherung empfinde. Ich war, bevor ich hierher komme, so ein bisschen polarisiert in, ja, die Inhaltlichen und ja, die Techies. Und was ich hier festgestellt habe, und das finde ich, ja, ist einfach sagenhaft, das ist wie eine Symbiose, das gehört zusammen. Ich meine, was bin ich für ein Inhaltlicher, wenn ich es nicht verbreitet kriege? Und was sind die Leute, die uns hier diese sagenhaften technischen Möglichkeiten schaffen, ohne die Inhalte? Das heißt, es gehört alles zusammen und das, finde ich, macht diese Community hier unheimlich stark. Vielen Dank dafür. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß gar darfst nicht, auch aufstehen, ich... Urias. Achso. Kamera freut sich. Und das Mikrofon auffressen. Ja, dummerweise habe ich gar nicht viel zu sagen. Ja, ich fand es gut. Tatsächlich, ich war vor einem Jahr das letzte Mal da und habe trotzdem wieder Leute getroffen, die vor einem Jahr da waren. Das fand ich schön. Also wie irgendjemand hat schon gesagt, so, wir waren das mit dem Klassentreffen, mit Bekannten. Du warst das, ne? Also fand ich ungefähr auch so. Und das mit der Hardware das wäre vielleicht ganz nett gewesen. Das hatte ich allerdings in dem einen Barcamp-Format zu den, was war es, Atmos. Das fand ich ganz gut so. Mal ein bisschen sexy Mikrofone gucken, das fand ich ganz gut. Und ansonsten kamen einfach nebenbei so ganz gute Tipps rüber. Oder wenn man sieht, dass jemand an ähnlichen Problemen leidet. Und dass man nicht allein ist in dem, was man gerne mag. Das gefällt mir auch. Ja, ich werde beim nächsten Mal wieder dabei sein, wenn es die Familie erlaubt. Ich habe eine Idee. Stehe auch dazu noch, dann können. Bitte? Stehe auch davon auf, noch, dann, wenn auch das bist. Dann kann die. Wird davon auch nicht viel länger, aber gut. Aber gut. Also, was ich mir vorstellen könnte, was man mal ausprobieren könnte, wenn wir etwas mehr Zeit hätten, wäre als Anschauungsmaterial oder als Anschauung für die vielleicht zum ersten Mal, hoffentlich auch beim nächsten Mal dabei sind, werden wir vielleicht mehr, dass wir einfach mal ein paar Slots nehmen und dass einige von uns Podcastern, die halbwegs mobiles Equipment haben, das einfach mitbringen und man denen zeigt, so mache ich das mit meinem Podcast und tatsächlich auch ein produziert von hier, als Promotion für die Veranstaltung hier, aber auch zum Anschauen für die, die es selber machen wollen. Willst du die Slots dann aufnehmen? Slots da gestalten. Jemand bringt ein Thema mit und sein mobiles Equipment und sagt, ich mache den und den, aber er fängt nicht einfach an, jedenfalls nicht sofort, sondern sagt so, ich habe hier meine Sachen und ich baue die jetzt so und so auf und ich habe die und die Lösung und die Software und das, man muss auf das und das achten. Ich podcaste zu dem und dem Thema, wahrscheinlich sitzen dann ein paar, die das Thema interessiert und die vielleicht noch nicht wissen, wie das geht und erleben das einmal live. Das ist unheimlich gut zum Überwinden dieser ersten
Hürde. Das müssen jetzt nicht 10, 12, 13 Leute sein. Aber wenn 3 oder 4 Leute das machen, die müssen auch nicht zu Hause sozusagen ihre eine Tonne Material mitnehmen oder den super Tech-Porn hier abbilden mit solchen Raumschiffen. Nein, aber das mobile Equipment, wie es so sein kann, einfach mitbringen und zeigen, so geht das. Und wenn er sagt, ach, das möchte ich eigentlich auch haben, was hast du denn? Okay, du bist Mac-User, ja, warte mal, ich nicht, aber der da, und dann installiert er schon mal das Nötigste und dann können die Leute langsam anfangen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da rüberkommt. Also auch in der Richtung mal ein bisschen zum Tun kommt, und es schadet, glaube ich, auch denen da draußen nichts, wenn die ein paar Links vertwittert kriegen und mal solche Podcasts anhören können. Da würde ich dann einen Appell an die noch Anwesenden richten. Also viele haben ja auch ihr mobiles Equipment dabei gehabt dieses Mal und haben sich da durchaus auch ein bisschen kurzgeschlossen. Schaut mal, dass ihr sowas dann auch vielleicht mit der Anregung jetzt für nächstes Mal schon vorab vielleicht organisiert bekommt, anregt über die Mailingliste oder sonstiges. Es ist ja eine schöne Idee. Es muss dann halt auch irgendwie so mal umgesetzt werden, weil also da war ja dieses Mal auch wieder viel am Mobilequipment. Da sind viele Leute da, die sich was zeigen lassen wollen. Das kam irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Da müsste man noch mal an den Parametern schrauben. So viele wie hier da, also zum 31C3. Warte mal ganz kurz. So viele wie auch zum 31C3 kommen wollen, wurde ja irgendwann mal Handzeichen gezeigt und Podcasten. Vielleicht könnte man da einfach schon einen Workshop anbieten. Vielleicht hat da ja jemand Interesse, sowas da auch schon zu zeigen. Es ging ja jetzt weniger um Workshops, sondern dass man auch so außer der Reihe einfach mal schon Content produzieren kann, sonstiges. Aber wie gesagt, das muss man vielleicht mal schauen, wie man das so in... Ja, also wenn ihr eine Idee habt und wenn ihr eine Anregung habt, was wohl alle oder viele tun sollten, dann tut ihr das einfach auf die Mailingliste. Dafür ist sie da, und wir hatten das auch schon mal, das war auch ganz beliebt, aber es sind, glaube ich, auch nicht immer alle bereit, immer alles mitzuschleppen, wenn sie nicht vorhaben, aufzunehmen. Das war ja dieses Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Ja. Ich finde die Idee immer noch gut. Das war dann ja aber wirklich eher mal zum Anschauen. Also was ich gut finde bei Stefans Idee, das können wir ja nochmal weiterführen, ist dann halt, dass hier quasi Podcasts rauspurzeln auch. Also dass hier nochmal entweder dann Formatideen entstehen, die erprobt werden oder sonstiges. Also da würde ich euch auch, wie gesagt, auffordern, ja, kommt alle nächstes Mal, macht das doch. Also so eine betreute Aufnahme, so würde ich es mal nennen, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Dass es also, wie du sagst, so diesen Erstkontakt nochmal ein bisschen runtermindert und ein bisschen die Angst nimmt. So, ja, du hörst hier ganz viel, was irgendwie wo, wie. Und das sind jetzt aber so letztendlich so die 30 Klicks, die du wirklich machen musst. Und danach ist die Kiste aber auch online. Und jetzt setzt du dich mal neben mich und wir senden mal. Finde ich ganz charmant, kann man drüber nachdenken. Wird schwierig, glaube ich, das irgendwo wieder zeitlich unterzubringen. Wäre vielleicht was fürs Abendprogramm. Ja, wieso, das kann ja auch parallel laufen. Ja. Ja, gefühlt. Also wir haben schon 3 Slots. Also ich fand es jetzt schon schwierig, mich zwischen denen zu entscheiden und dann irgendwie sozusagen, ich gucke mir keine der 3 Sachen an, sondern setze ich mich noch woanders hin. Dann haben wir de facto eigentlich 4 Slots. Das finde ich dann irgendwann schon wieder alles ein bisschen sehr ausdifferenziert. Tja, aber wenn wir noch einen halben Tag dazu nehmen, dann... Wenn wir uns ein neues Orga-Team suchen. So, weiter. Ja, ich war jetzt heute zum ersten Mal hier, dieses Mal. Ich fand es sehr schön, die ganze Vielfalt von Menschen, Projekten und Podcasts, die man hier so antrifft. Und dazu gleich eine Frage. Habt ihr vor, eine Liste der anwesenden Podcasts zu veröffentlichen? Wir können das machen. Also ich habe ja die Projektliste, das ist ein Copy und Paste, das kann ich auf die Mailingliste packen. Super. Bevor ich wieder was explodieren. Ja, also ich war jetzt auch das erste Mal hier in der Big Berlin Bubble. Und herzlich willkommen. Dankeschön. Problem ist wieder rauszukommen. Das werde ich schon schaffen, irgendwie morgen. Ich hoffe auch nicht das letzte Mal, jetzt direkt im Mai wird wahrscheinlich ein bisschen knapp. Möchte mich aber auch erstmal bedanken, dass ihr das überhaupt gemacht habt, weil das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Man hat zwar immer mal mit dem einen oder anderen auch... Er war's. Hey.
Man hat zwar schon so mit dem einen oder anderen mal irgendwie E-Mail-Kontakt, aber so im persönlichen Gespräch ist halt auch immer was ganz anderes. Finde den Antrag von Tim eigentlich auch ganz gut, nochmal irgendwie einen halben Tag noch mit dazu zu nehmen oder vielleicht auch einen ganzen, weil es war schon ein bisschen schwierig, sich für einen der Slots zu entscheiden und es wäre vielleicht, wenn man das irgendwie auf einen halben Tag noch auslegen könnte, ein bisschen einfacher, dass man da noch ein bisschen hin und her schiebt. Dann kommen noch mehr drei Parallelslots, zwischen denen du dich entscheiden musst. Nee, man muss einfach die Slots minimieren, also immer nur zwei parallel oder so, das wird schon gehen. Ne? Ja. Schade. Ja, wie gesagt, ich fand's gut. Und muss auch an der Stelle mal sagen, dass ich das Essen auch gut fand. Ja, das wurde bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Genau. Da auch an das Catering vielleicht mal ein Dankeschön. Wenn euch das Catering gefallen hat, Gaumen Support heißen sie. Sie freuen sich über weitere Aufträge. An der Stelle, weil Dank auch, er sitzt da hinten so schön am Papillon, der uns hier alle die guten Fee und den Senior IT Support gespielt hat. Vielen Dank. Ich jetzt? Ja. Okay. Ja, auch das erste Mal hier. Ich habe ja viele Jahre gehört, habe mir das Gelöt gekauft und noch ein Jahr Überwindung gebraucht für die erste Sendung. Habe über die diversen Problemchen ja dann so über die Foren Kontakt hier zu euch bekommen. Und ja, dann fahre ich hier hin und denke so, jetzt endlich so die Berühmtheiten mit dem Millionenpublikum mal persönlich kennenlernen. Und wo sind die? Also würde ich auch gerne kennenlernen. Ja, ja, ist ja auch so eine Wahrnehmung von außen, die man so hat. Ne? Und dann findet man hier die erfreuliche Nachricht, ihr seid ja alle ganz normal, das ist ganz gut. Und ja, mich persönlich freut, wir haben ja auch so ein Köln-Cluster quasi gefunden, mit Hans und mit Mike, also so eine Selbsthilfegruppe Rheinland haben wir da jetzt im Leben auch so ein bisschen. Also es funktioniert ganz toll und ich hoffe, dass ich auch wiederherkomme. Danke. Fand denn irgendjemand was total doof? Ihr könnt auch sitzen bleiben beim Erzählen. Habt ihr zu viele Gäste, ja? Nee, aber man kann ja immer lernen fürs nächste Mal. Also bis auf, dass man es länger macht. Ja, ich fand's. Ich find's doof, dass wir zu wenig Zeit haben. Das ist halt auch das etwas, was die Umfrage gezeigt hat. Jetzt konnte er doch hier nicht. Ja, weil es war jetzt schon so, dass ich mich bei den Barcamp-Slots wirklich entscheiden musste und da jetzt auch an Sachen nicht teilnehmen konnte, die halt irgendwo interessant gewesen wären für mich. Zum Beispiel das mit dem Musikpodcast, das wäre sehr, sehr wichtig eigentlich gewesen, aber es war für mich genauso wichtig, mit Tim und Erik eben halt dieses Template-Ding mal durchzugehen. Es war jetzt das zweite Mal, dass ich hier war. Es war wie immer auf jeden Fall eine Bereicherung, weil in unserem Podcast-Universum halt einfach so viel zu tun ist und sich auch in den letzten Jahren halt sehr viel immer weiterentwickelt, dass es eigentlich auch notwendig ist, dass man zusammenkommt, um da auch irgendwie up to date zu bleiben. Und es war auf jeden Fall schön, wieder Leute hier zu treffen, mit denen zu quatschen. Das ist halt auch immer wichtig. Und es sind auch daraus ja schon wieder jetzt Kontakte entstanden, dass man in anderen Podcasts teilnimmt, beziehungsweise eben halt sich auch Leute in den eigenen Podcast reinholt. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um einfach uns auch gegenseitig zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass wir halt irgendwie bekannter werden und unsere Reichweite jeweils erhöhen. Da können wir uns, glaube ich, alle gegenseitig nur befruchten. Also ich habe auch, als ihr diese Diskussion mit den Stichwörtern gemacht habt, Neid ist, glaube ich, etwas, was hier gar keinen Platz haben sollte, weil das wäre nur ein Hemmschuh für uns alle, wenn da irgendwo Neid aufkommt, dass einer 500 Hörer mehr hat oder nicht. Ich habe gesagt, ihr könnt doch über Flausch reden. Also, ja. An mir lag es nicht. Also von daher, ja, es wäre schön, wenn wir mehr Zeit finden, aber das ist dann eben halt auch immer eine Frage. Selbst wenn ihr jetzt irgendwie sagt, hey, wir bieten eine ganze Woche Workshop in Big Berlin an, ist halt die Frage, ob ich überhaupt die Woche Zeit mir nehmen kann, um hierher zu kommen. Also von daher stehen wir immer alle vor dem gleichen Problem Zeit. Und es ist aber schon eigentlich ganz gut dadurch gelöst, dass wir alle halbe Jahr zumindest hier zusammenkommen und die Idee und von die euch... Meetups. Genau. Da wollte ich hin und die Idee, dass wir halt in den einzelnen Städten diese Meetups aufbauen, ich habe da auch schon mit ein paar Leuten aus Hamburg gesprochen, dass man da halt auch so Mini-Workshops irgendwie so anbietet, die müssen ja gar nicht ein ganzes Wochenende gehen, reicht ja einfach auch mal auf den Nachmittag, sich mit irgendjemandem, der sich näher mit Auphonic-Features auseinandergesetzt hat, die rauskommen, dass der dann einfach mal einen Nachmittag irgendwie die Features irgendwie versucht, den anderen näher zu bringen und dafür bringt der andere oder die andere dann eben halt
das Neueste aus dem Ultraschall-Universum denn irgendwie mal den Leuten näher. Ich denke, da steckt sehr viel Potenzial drin und bin da aber auch sehr zuversichtlich, dass wir das alles fleißig ausbauen werden, weil wir da eigentlich alle ein eigenes Interesse dran haben. Danke. Ja, von meiner Seite auch danke. Man merkt plötzlich, wie viele Gleichgesinnte unterwegs sind. Und ich bin muss halt immer daran denken, wie Tim das, glaube ich, vor 3-4 Jahren mal sagte, dass ihm das beim Podcast alles so stört, dass so viele Baustellen da sind. Und ich merke, hier ist so ein Ökosystem entstanden, wo ganz viele Menschen zusammen an dieser Baustelle arbeiten. Und gerade wenn man so in Prozessen denkt, sehe ich da sehr viel Optimierungsbedarf jetzt auch schon abgedeckt. Und das stimmt mich zuversichtlich, dass das alles irgendwann mal ganz von alleine funktioniert und wir nur noch Content liefern müssen. So, was ich doof fand, dass so die Ergebnisse aus den Barcamps jetzt irgendwie so verloren gehen. Vielleicht kriegen wir das nächstes Mal hin. Wir sind ja so Audiomenschen, vielleicht so wenigstens Audioaufzeichnungen. Da würde ich gleich einhaken, dass ich es schöner fände, wenn die Leute, statt das dann nachzuhören, hierher kommen. Ja, aber es kann ja nicht jeder. So, vielleicht ausgewählt, das geht ja nicht alles so. Gerade so Barcamps, die ja workshopartig sind, macht es keinen Sinn, aber vielleicht gibt es ja ein, zwei, die man vielleicht nochmal irgendwann mal nachhören möchte. Puh. Es erlaubt es dann auch quasi zu Barcamp-Sessions zu gehen, wo man weiß, die andere kann man nachhören. Finde ich ganz toll. Also ich finde es ja übrigens auch gut, Christian macht das ja jetzt auch schon zum 3., 4. Mal, dass er einfach die gleiche Session immer wieder anbietet. Also immer wieder kommen lohnt sich zum Anbieten und zum Parallelhören und wer sich nicht entscheiden kann. Felix. Genau. Ja, ich bin Felix. Ich bin zum ersten Mal dabei, fast zum zweiten Mal. Denn letztes Mal durch Überfüllung konnte ich nicht rein, aber Jonas war da und ich habe mir alle Tipps und Tricks rausgesaugt, die ich konnte, noch irgendwie einen WordPress-Kurs gemacht, weil das für mich alles neu war. Denn bin jetzt seit diesem Jahr dabei mit dem Podcast und ohne Podlove und ohne Auphonic hätte ich auch gar nicht angefangen. Weil ich gesehen habe, dass das Ökosystem immer besser wird. Und ja, danke nochmal ganz doll an Podlove und speziell Auphonic, dass das für Leute, die noch nicht so technisch avisiert sind, es möglich macht. Danke. Und der Event selber? Also sag doch nochmal was zum Event selber. Ja, länger auch. Also ich war in so vielen Workshops drin. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man wirklich eine Zeit findet, ey komm, wir setzen uns mal hin, wir machen mal die Templates neu. So mit Leuten, die das auch gerade jetzt gehört haben, zum Beispiel bei dir, die Zeit ist jetzt halt nicht da. Das hätte ich jetzt gern noch gemacht und meine Webseite einfach vorangebracht. Ja. Na, 1. Mai, also, Tag der Arbeit. Also jetzt so spontan, wir hatten jetzt wirklich nicht drüber diskutiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass man halt wirklich noch so einen späten Nachmittag und Abend mit reinnimmt, wo wirklich explizit gar kein Programm ist, wo man also nicht irgendwie auch groß was organisiert, außer vielleicht maximal halt irgendwie Essen oder sowas, um einfach genau für so einen, so man setzt sich schon mal zu zweit, zu dritt zusammen und guckt sich 2 Stunden lang irgendwie an, dass man in irgendeiner speziellen Fragestellung weiterkommt. Das kommt hier wirklich ein bisschen zu kurz, das würde ich auch sagen. Ja, weil jetzt sind alle schon im Abflug, also der Sonntag fällt dafür eigentlich komplett aus. Der fällt aber auch nächstes Mal dann raus. Also es ist halt immer so, das ist das Problem, dass du irgendwann hast einen Schluss und danach gibt es halt nichts mehr. Und wenn das Podlove-Template Teil nächstes Mal auch wieder als letzter Slot liegt, hast du genau das gleiche Problem wieder. Das ist einfach nichts, was sich dadurch löst. Ja, aber wenn wir das Vormittagsprogramm des Samstags auf den Nachmittag des Freitags legen, wenn wir die Republika streichen, Papillon, dein Maifest ist gestrichen. Samstag Zeit für Barcamp und den Sonntag Zeit für Hacken. Also mehr Zeit hilft schon. Egal, da können wir ja nochmal drüber reden. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Ja, ich habe Anmerkungen, die ich schon jedes Mal gemacht habe, die sicher schwer zum Umsetzen ist. Allein schon von der Größe her. Dass man das ein bisschen öffnet aus Deutschland hinaus halt, was natürlich organisatorisch nicht so einfach ist, sind jetzt schon 100 Leute, aber das wäre natürlich interessant. Was meinst du damit konkret öffnen? Naja, andere Länder ganz einfach, also nicht nur auf, das heißt natürlich nicht nur auf Deutsch machen, dass sich das irgendwie ein bisschen vernetzt halt, weil der Rest der internationalen Szene hat halt wenig Andockungspunkte zur deutschen Szene irgendwie. Ja, also ehrlich gesagt, also ich weiß, was du meinst und ich finde das auch irgendwie alles erstrebenswert. Allerdings glaube ich, dass wenn wir jetzt hier irgendwie auf einmal anfangen, das Ganze auf Englisch zu machen, dass das dann gegen die Wand fährt. Ich sage, es ist schwer, ja, aber... Ist klar,
wo ich immer mal so parallel drüber nachdenke, ohne konkrete Pläne zu haben, ist, ob man nicht halt irgendwann nochmal einen explizit internationalen Event draus macht. Ich bin mir bloß einfach noch nicht so sicher, ob der Tag schon gekommen ist. So. Gar nicht so sehr mit dem, was wir gemacht haben, aber ob diese Vernetzung auch ausreicht, also ob die Nachfrage da auch überhaupt gegeben wäre oder ob man nicht am Ende dann doch nur wieder einen deutschen Event erzeugt, wo dann irgendwie zwei, drei Leute noch dazukommen. Also ich merke es halt von Feedback, dass es da viel Interesse gibt, aber es fehlt halt irgendwie der Anknüpfungspunkt. Im Moment gibt es teilweise zu uns hin, also ich schreibe halt viele Mails mit anderen, ja, sie sollen sich halt mal Botlauf und Ultraschall oder irgendwas anschauen. Aber das liegt natürlich an der fehlenden Dokumentation und keine Ahnung, weil halt ganz einfach wenig Austausch passiert. Wäre sicher interessant einmal für die Zukunft. Ja. So, Mikro Mike. Mal nach hinten zu Mike. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zum Thema Internationalisierung. Es gab vor 4 Wochen in Großbritannien ein ähnliches Event, das nannte sich Podcast Movement. Das ist quasi das englische Pendant in Europa, was glaube ich sogar zeitgleich mit dem amerikanischen Event durchgeführt wurde. Also es gibt in Europa solche internationalen Events. Podcast Movement, die Podcast-Bewegung. Aber worüber haben die sich unterhalten? Alles, das gleiche wie wir plus Business. Ja, ich habe immer so den Eindruck, die unterhalten sich darüber, wie sie mehr Werbeeinnahmen machen. Nein, das ist in dieser Szene nicht das Primärthema. Okay. Ja, ich habe da noch nicht so viel mitbekommen davon. Nur so als Hinweis noch. Das war's schon. Dann, wie hat es dir denn gefallen, Claudia? Ja. Nein, ich fand es sehr schön. Ich fand vor allen Dingen die Räume hier sehr cool. Ich finde, das ist eine Optimierung um mindestens 100% nochmal zum Co-op. Mhm. Den größten Vorteil fand ich die langen Rollerstrecken. Ist jetzt aber eher so ein persönliches Ding. Ich hatte als Kind halt nie einen Roller. Oh. No. Wer mir einen zu Weihnachten schenken möchte, kann das gerne. Kannst bei Wikimedia anfangen. Genau, dann kann ich. Das ist eine gute Idee, weil da kann ich das eher am 1. Mai betreuen und muss mir keinen Urlaub nehmen. Wir arbeiten da mal dran bis zum Frühjahr. Nein, auf jeden Fall. Ich fand es hier sehr schön. Es hat mich gefreut, dass die Teilnehmerzahl nochmal gestiegen ist, dass viele neue da waren, aber auch mindestens eben so viele alte Hasen sozusagen. Und ich finde es schön, dass wir hier ein bisschen stärker noch in die Richtung gehen, die mich halt so ein bisschen auch bewegt. Ich kann nicht programmieren, ich kann zwar Technik bedienen, aber mehr auch nicht unbedingt. Und dass wir hier so ein bisschen in den Austausch auch auf anderen Ebenen reingehen, finde ich super. Können wir nächstes Mal noch optimieren, das ist ja dann eher so meins, ihr macht die Technik. Ralf. Räumlichkeiten würde ich auch sagen, Teilnehmerzahl, ich glaube viel mehr skaliert dann auch irgendwann nicht mehr. Also wenn man jetzt sagen würde, so man nimmt noch 130 oder 150, dann wird das glaube ich irgendwann ganz schön crowded. So. Nein, wir also, waren im Peak glaube ich jetzt bei 80, die da waren. Ja, also 80. Also 100 gehen ja sicherlich noch voll rein, aber dann ist Schluss, würde ich auch sagen. Jenseits von dem ist es irgendwann knifflig und muss noch mal schauen. Was mich immer ein bisschen umtreibt, ist so dieses, man hat jetzt so diese Leuchttürme, so jedes halbe Jahr und dazwischen wurschtelt dann halt doch wieder so jeder und jede so ein bisschen vor sich alleine hin und App.net ist tot und es gibt irgendwie nichts anderes. Aber ich hatte eben ja schon gesagt, wir werden uns da so ein paar Gedanken machen. Die Meetups sind ein Mechanismus, vielleicht finden wir noch andere Kommunikationsformen, die so eine gewisse Verstetigung jetzt auch in die eine oder andere Überlegung reinbringen. Ja, ansonsten hat man immer so diesen traditionellen Konferenzeffekt. Wir sind jetzt alle entflammt, voller schöner, neuer, kreativer Ideen und auf der Zugfahrt nach Hause hat man sie noch so halbwegs parat, aber so 3-4 Tage später bröckelt dann so der Lack schon ein bisschen ab und dann kommt eigentlich erst wieder so eine Woche vor dem nächsten Event, fährt das Ganze wieder hoch. Und ich glaube, auch so als Kommunikationswissenschaftler müssen wir uns da noch ein bisschen was einfallen lassen, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Tim, wie hat es dir denn gefallen? Ich fand es super. Ich bin immer wieder total beeindruckt von der hohen Kommunikationsbereitschaft. Also hier ist wirklich so Kommunikation auf Augenhöhe und ein enormer Austausch. Ihr hättet euch mal sehen sollen da gestern Abend. Das war schon echt irre. Und das hat mir schon immer gefallen und gefällt mir jedes Mal auch wieder aufs Neue. Und diesmal fand ich es irgendwie noch toller.
das ist auch, sagen wir mal, so ein bisschen eigentlich die Idee. Ne? Ich meine, dass jetzt so, ja, die Slots und die Zeit und alles und so weiter, viel wichtiger ist, dass jetzt irgendwie, dass man einfach überhaupt erstmal so diesen dieses Treffen hat. Ich glaube, das bewirkt schon eine ganze Menge. Das hat ja in der letzten Zeit schon eine ganze Menge bewirkt. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr quasi die Kunde um diesen Event und was der eigentlich so ist und auslöst, dann auch mal in eure Podcasts tragt. So, die Formate dafür taugen natürlich, beziehungsweise in euer entsprechendes Umfeld. Und ja, ich finde das auch mit den Meetups eine gute Idee. Das kann sicherlich helfen. Ich würde mich halt freuen, wenn ihr euch an den zukünftigen Veranstaltungen, die wir planen, da auch beteiligen. Und vor allem, wenn ihr so programmierende Menschen in eurem Umfeld habt, so ja, regt die doch einfach mal an, hier mal so die ein oder andere Zeitspende auch in eins der Projekte reinzuwerfen, die sich hier so abgezeichnet haben. Also es gibt da genug Ideen, es gibt da genug zu tun. Und ich denke auch, das ist so auch einer dieser wenigen Bereiche, wo man auch wirklich ein gerüttelt Maß an Rewards wieder mit rausnehmen kann, was nicht unbedingt so bei jeder Open-Source-Aktivität so ohne weiteres der Fall ist. So, ja, und dann gehen auch mir jetzt so langsam so ein bisschen Ideen aus. Ich fand's super, vielen Dank fürs Kommen, auch die besonders weiten Wege, ja, wir hatten wieder alles dabei, Österreich, Schweiz, das ist alles, auch der Wilde Westen ist ja nicht ganz nah. Und puh, was haben wir jetzt noch? Restorga. Wir freuen uns, wenn ihr uns, wenn ihr uns mal helft, noch bevor ihr die Räumlichkeiten verlasst, beim Kurzaufräumen, dann müssen wir nicht mehr ganz so lange da bleiben. Das ist im Wesentlichen. Wir sollten mal sagen, was wir jetzt hier sozusagen noch zu tun haben. Also wollen wir hier den Stuhl-Shutdown machen? Also wer wird denn so innerhalb der nächsten Stunde abgereist sein? So, okay. Die Hälfte etwa? Ja. Also wir müssen nämlich hier die Originalbestuhlung wiederherstellen, wobei ich nicht weiß, wie die aussieht. Nee, die Originalbestuhlung heißt einfach, also diese, also fangt ihr jetzt bitte nicht sofort mit an, damit wir hier noch ein bisschen gemütlich rumsitzen können. Ich weiß nicht, wir müssen ein bisschen aufräumen, wir müssen ein paar Wände rekonstruieren, die wir umgewidmet haben hier. Genau, nehmt eure Fotos mit. Genau. Was war noch? Müll müssen wir rausbringen. Papi, ja, du hast doch da bestimmt den besseren Überblick. Nee. Nee. Unten um die Taste drücken. Muss rot leuchten. Wollen wir das mit den Stühlen gleich machen? Ja. Ich habe am Anfang ein paar Fotos gemacht. Sollte was Sinn machen, aber ich habe es gemacht. Ja, wir müssen ein paar Stühle aufeinander stapeln. Wir müssen dieses Ding hier ein paar Meter nach vorne rücken. Ja, da vorne so eine Art Bestuhlung machen, die Tische ein bisschen umräumen. Und Müll brauchen wir nicht groß rausbringen, nur auf eine zentrale Stelle. Die ist da hinten am Fahrstuhl, neben dem Klos. Und ja, ein paar Tische von da drüben wieder rumräumen, dass da vorne wieder so eine Sitzecke entsteht. Das genau. War's im Grunde. Also hier müssen wir, also hier brauchen wir wirklich nur die losen Stühle hier vorne, diesen Publikumsbereich. Die alle zusammenstellen und nachher, wenn wir diese Wand abgerückt haben, bringen wir die nach da hinten. Farbig sortiert. Das da hinten mit den Tischen, Tische und Stühle, das kann jetzt bleiben und kann auch gerne noch ein bisschen Hackspace sein. Der Community-Raum da drüben, der sollte irgendwie wieder hergestellt werden. Und ja, das ist, glaube ich, so das mit Tischen und Stühlen. Ja? Na, wir machen ja so, aus denen machen wir jetzt einfach so mehrere Fünferstapel oder sowas. Ne? Stapel. Stapel, farblich sortiert. Genau, ah ja, richtig. Wir haben gescherzt, ob wir die dann auch farblich sortieren sollen. Und ich glaube, sie haben uns nicht geglaubt, aber das wäre natürlich. Nein, wir haben ja einfach versprochen, dass wir die Bude hier ein bisschen besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Und genau. Mich hat einfach gestört, dass die Stapel irgendwie durcheinander waren. Genau, die Stapel waren so einfach überhaupt nicht farblich sortierte Stühle. Frechheit. Ja, ansonsten zeigt euch einfach gleich noch ansprechbereit so in der nächsten Stunde, wenn wir dann irgendwie so einzelne Bereiche gemacht haben. Das da hinten machen wir erst, wenn die ganze Technik abgebaut ist. Und dann kriegen wir das schon irgendwie alles hin. Ja, ansonsten gute Fahrt, gute Heimreise. Vielen Dank fürs Kommen. Das war's. Frohes Senden. Genau, frohes Senden. Schafft mehr Inhalte. Tschüss.